Grüß euch, liebe Leute, aus meiner kleinen Werkstatt, aus meinem Hobbykeller. Hobbyhütte. Holzhütte, ganz genau. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir. Ich möchte erstmal das Intro abspielen und dann geht's weiter. Wie gesagt, ich habe heute wieder ein Video, ein interessantes Projekt für euch. Ich habe mir überlegt, da ihr ja auch von Michael vor etwas längerer Zeit einen Gelebebandroller für Gärung gesehen habt, möchte ich mir den auch bauen. So, Leute, schaut mal hier. Das ist mein Ergebnis. Schön silber. Ich hatte diese Farbe noch übrig gehabt. Und bevor sie mir schlecht wird oder zumindest hart wird, habe ich die doch genommen. So, das ist das Ergebnis. Ich habe hier ein bisschen Papier. Malerkrepp ist das. Malerkrepp habe ich genommen zum Verkleben. Ich wollte eigentlich die hier nehmen. Aber wenn man die ein bisschen schlecht rauszieht, dann reißen sie immer ein, gehen kaputt und dann ärgert man sich, dass man kein ordentliches Stück Klebestreifen hat. Da muss man immer wieder rumpulen, damit man einen ordentlichen Streifen hat. Hier bei diesem Malerkrepp. Bei diesem Malerkrepp hier passiert das nicht. Da kann man abziehen und ist einwandfrei. So, ich zeige euch mal gleich. Schaut mal. Ich setze euch mal ein bisschen runter. So. Ganz einfach. Das ist auch schwer genug, wenn dann da unter kein Zeug wäre. So, seht ihr das? Gut. Und hier kann man sich vielleicht noch ein bisschen Vorrat hinpacken. Und dann kann man sich die Streifen hier vorne hinpacken. Und wenn man die nämlich braucht, kann man sie einfach nehmen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich diesen kleinen Werkstatthelfer gebaut habe, dann bleibt dran. Habt Spaß an dem Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, her damit, unten in der Videobeschreibung könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Das ist schön. Das ist dann erstmal eine Breite. Also müsste ich theoretisch. Ich baue das gleich auf breite Rolle. Weil das ist zu wenig. So, jetzt habe ich 5 Stück zusammen geklebt, erstmal nur mit beidseitigem Klebeband. Jetzt habe ich eine Stärke von 9 cm. Das passt genau mit so einer dicken Rolle rein. Genau. Und dann werde ich mal sehen, dass ich dann hier ungefähr auch so was Ähnliches mache hier. Wie bei dieser Rolle, dass ich die nur von hier oben so reinstecken kann.
habe hier einfach so ein Stichsägeblatt genommen. Das werde ich mir jetzt einfach als Abrisskante nehmen. So, jetzt mache ich weiter mit diesem Klebebandabroller. Ich habe jetzt schon mal solche Aussparungen gemacht, aber weil die runtergehen, passen die nicht super. Also wenn man so zieht, dann zieht man die ganze Rolle mit hoch. Also muss ich mal sehen, dass ich die nächsten Platten, ich habe mir jetzt ein Material hier genommen, dass ich die nächste Platte etwas abschräge. Und das ist nämlich das, was ich gemeint habe. Diese Aussparung, dann geht nämlich die Rolle hier so rein und hält nämlich so hinten so fest. Dann kann diese Rolle nämlich nicht weg, ne? Da möchte ich mich verabschieden bei euch und möchte Danke sagen, dass ihr wieder so fleißig meine Videos geschaut habt. Ich möchte Tschüssi sagen, bis zum nächsten Mal, sage ich aus meiner Holzhütte. Alles Gute an euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal aus Troppis Holzhütte. Tschüssi.